Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Hallo und herzlich willkommen zum 6. PTR Watch zu Patch 4.1. Heute habe ich nicht ganz so super viel für euch, nur ein paar kleine Informationen zum letzten PTR Patch. Die betreffen vor allen Dingen die Gilden-Herausforderungen, die Gilden-Challenges. Dann geht es nochmal kurz um das Gilden-Suchsystem. Damit fangen wir jetzt mal an. Und zum Ende gibt es noch Informationen zu neuen Titeln, zu neuen Preisen dieser Handelswaren, die es hier gibt, bis hin zu den Epic-Kristallen, Systemeinstellungen, die man machen kann. Das sind die Themen des heutigen PTR-Watches. Nicht sehr, sehr viel. Dazu gab es einfach zu wenig. Aber ich denke, das Ganze, was ich euch hier zu erzählen habe, rechtfertigt durchaus ein Video. Daher fangen wir mal direkt an. Die Gilden-Herausforderungen. Ja, liebe Leute, Blizzard hat es angekündigt, es soll Gilden-Herausforderungen geben, Gilden-Quests, also Sachen, die man als Gilde zusammen unternehmen muss, wenn man jetzt die Gilde aufruft. Also es gibt noch keine offizielle Information von Blizzard, ob das, was im Moment in-game ist, wirklich das ist, was im Endeffekt dabei rauskommt. Ja, das möchte ich nochmal vorweg schicken, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, und zwar die Gilden-Challenges, Gilden-Herausforderungen. Gibt es 3 Stück hier im Moment in dieser Woche? Offensichtlich wechseln die teilweise von Woche zu Woche. Ich weiß ja nicht, ne? Was sie da zwar noch großartig anders machen können, aber naja, jedenfalls sind das 3 relativ langweilige. Ihr könnt davon, ihr seht hier 0 von 7. Das Ganze zählt immer für eine Woche. Da haben Blizzard gleich das neue Prinzip der Daily Heroes eingeführt. Und da sind wir jetzt hier direkt Dungeon. Da kann man eben mit einer Gildengruppe einen Kataklysm-heroischen Dungeon machen. Und 7-mal die Woche. Man kriegt dafür hier eine fette Anzahl an XP, ohne Frage. Ich glaube, es sind 300.000. Ansonsten, ich habe es nicht so mit so großen Zahlen. Jedenfalls 300.000 oder 3 irgendwas gibt es da an XP für die Gilde. Wenn ihr zum Beispiel am Cap seid, gibt es diese XP trotzdem. Wenn ihr noch nicht am Cap seid, dann wird das Cap halt dementsprechend erhöht, ja. Sag ich gleich was zu. So, dann haben wir hier die Raid-Geschichten. Da gibt es, glaube ich, dann 3 Millionen. Ja, glaube ich so, wenn ich das jetzt hier am frühen Morgen richtig sehe. 3 Millionen, da muss man halt Kill any Cataclysm Raid Boss. Also man soll jeden Cataclysm Raid Boss töten, solange man in der Gildengruppe ist. Und ja, den kann man nur einmal pro Woche erfüllen. Und dann haben wir noch die Raid Battlegrounds, also wenn man in einer Guildgruppe ein Raid Battleground macht, kriegt man hier auch 1,5 Millionen, glaube ich, kann man 3-mal machen, also relativ viel, und das lohnt sich durchaus für Gilden-XP. Jetzt muss man eigentlich sagen, meiner Meinung nach hätte man sowas natürlich direkt zu Anfang einführen können, ohne Frage, ja, also als Kataklysm rauskam. Jetzt finde ich das äußerst fragwürdig, ja, also wenn ich mir nämlich überlege, dass unsere Gilde jetzt auch schon Level 20 ist, die meisten anderen Gilden, die relativ viele Leute haben, auch schon relativ weit oben ist. Dafür jetzt als Gildenherausforderung neues Feature ankündigen, dass man einfach nur neue Gilden-XP bekommen kann. Naja, ich weiß ja nicht. Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in den YouTube-Comments oder wo auch immer schreiben. Ja, dann nochmal ganz kurz zum Gilden-Looking-for-Group-System. Da hatte ich ja erwähnt, dass ich mir das nochmal anschauen wollte. Im Prinzip ist alles noch so wie beim letzten Mal, obwohl Blizzard jetzt gesagt hat, ah, jetzt haben wir das Gilden-Looking-for-Guild-System auf den PTR gebracht. Ist aber im Prinzip genauso wie vorher. Wenn ich jetzt hier, ich habe mich zum Beispiel mit meinem Twink hier beworben, und wenn ich jetzt hier auf Invite drücke, dann kommt da trotzdem Not Found, weil es einfach nicht geht. Also was hier für mich immer noch fehlt, ist, dass man einen Invite an Leute schicken kann, die offline sind, die dann, wenn sie online kommen, das Ganze aufgeploppt kriegen, dass man hierüber direkt klicken kann, ey, ich möchte den Brief schreiben, ja. Das muss meiner Meinung nach noch rein, denn ansonsten macht das so keinen richtig großartigen Sinn. Ist sicherlich eine nette Geschichte, aber im Moment hat sich's nicht verändert.
verändert zu dem vorigen. Daher finde ich das noch relativ ja, langweilig auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ja. So, wir haben, wenn wir jetzt hier auf den Dungeon Finder gehen, haben wir noch eine Neuerung. Und zwar haben wir hier so eine kleine Erklärung über das Valor Point Cap. Diese Woche, also das Cap der Tapferkeitspunkte, ja, da habt ihr hier offensichtlich ja die Möglichkeit, Valor Points über Random Cataclysm Heroics 490 zu verdienen und von allen Dungeon Finder Source 980. Also, ich bin mir da noch immer nicht sicher. Eigentlich hat Blizzard ja gesagt, dass egal ist, woher man diese Punkte bekommen kann. Aber offensichtlich, jetzt, wenn ich das jetzt hier so sehe, kann man über das klassische System trotzdem nur 490 bekommen. Und hier eben über die Zandalari gibt es dann die restlichen. Aber ich weiß nicht. Jedenfalls, ja, ist das so ein bisschen aufgeschlüsselt halt einfach, ja, so dass ihr da wirklich sehen könnt, wie ist da das Cap. Das Graue ist eben das auf den normalen 5er Heroics, das andere ist dann eben wahrscheinlich dieses Extra, was jetzt mit dem Patch dazugekommen ist, und der letzte Rest ist dann der, den man dann nur über Raids bekommen kann. Also eine kleine visuelle Verbesserung, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ja, dann wollte ich euch noch zeigen, die Einstellung. Und zwar, wenn man hier unter System geht, kann man hier eine, ja, erweitert. Weitere Einstellungen. Also erstmal hier natürlich die ganz normalen ja, Grafikeinstellungen, die man hochdrehen kann, runterdrehen kann, mit Auflösung etc. Dann haben wir hier eine Advanced-Geschichte, wo man jetzt auch DirectX 11 einstellen kann. Das konnte man vorher nicht, wenn ich das zumindest richtig gesehen habe. Dann kann man hier bei Network jetzt auch, da ist Blizzard schon mal auf IPv6 umgestiegen, dass man hier das Ganze aktivieren kann. Übrigens hier auch, dass man den Network Speed optimieren kann. Ja, und dann natürlich noch Sound und der Voice Chat. Also da halt mal so ein bisschen aufgebaut das Ganze. So, wir gucken uns gleich auf einem anderen Chart nochmal die Preise an, aber da logge ich eben einmal um. Jetzt bin ich hier auf einem anderen Char, wie ich gerade schon erwähnt hatte, weil ich jetzt hier einen Titel oben habe. Den gibt es neu, also Kamel, Horter oder wie auch immer man das auf Deutsch später nennen wird. Da kann ich euch zeigen, woher der kommt. Und zwar ist es ein, ja, ne, fieser Frank. Und zwar hier, wenn man so ein graues Kamel aus dieser Secret Location, die man in Uldum, also in Uldum kann man irgendwie so eine Vase grabben und dann wird man zu einer Position geportet und dort kann man einen Mob töten, der dann ein graues Kamel droppt. Das graue Kamel kann ich euch gleich nochmal zeigen, sieht total unspektakulär aus, aber es gibt eben mit dem Patch dieses ja, diese Heldentat und außerdem natürlich den Titel, den ich gerade schon erwähnt hatte. Wir können mal kurz gucken. Das graue Kamel, irgendwo wird es hier sein. Brown Ten, da. Gott, ja, also grauer Kamel sieht nicht viel anders aus. Es ist einfach nur ein graues Kamel, was auch so. Also, ich mag ja die Kamele, muss ich sagen, weil ich finde hier dieses, ne? Was sie da machen die ganze Zeit. Sieht einfach total lustig aus, ist natürlich total schnell. Das hat ja Total Biscuit schon mal gesagt in einem seiner Videos, kennt ihr sicherlich. Und ja, auf jeden Fall gibt es dafür einen Titel. Falls euch das interessiert oder falls ihr das Ding schon habt, ihr habt bald einen Titel. Ja, eine andere Sache wollen wir uns jetzt angucken, und zwar diese Handelswaren, die es für Ehrepunkte und ja, Justice-Punkte gibt. Die haben neue Preise. Ihr seht sie hier jetzt direkt. Wir haben nämlich die Preise absolut reduziert, sodass die anderen Sachen jetzt vielleicht mal interessanter sind. Also gut, ein Hypnotic Dust für 100 Ehre-Punkte finde ich noch immer ein bisschen teuer, aber egal. Und epische Kristalle, die ja im Moment sehr, sehr wertvoll sind, gibt es jetzt für 3750 Punkte. Dieselben Preise übrigens, aber wir können es trotzdem mal angucken, noch bei dem anderen Vendor für. Na, Gerechtigkeitspunkte, glaube ich, sollten das sein. Ja, genau, Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte, so ist das, glaube ich. Und ja, das hat Blizzard halt so ein bisschen umgestellt, weil natürlich so an epische Kristalle zu kommen im Moment noch sehr schwierig ist. Ihr werdet es alle wissen, wenn man sich so eine Verzauberung holen möchte, ist die noch sehr, sehr teuer. Ja? Ihr seht das jetzt hier, also auch 100 Punkte davon von den Justice Points und der Rest eben genauso.
Ja, die restlichen Preise hier haben sich nicht geändert von den anderen Händlern. Das ist alles gleich geblieben. Und ja, das waren auch die Änderungen des heutigen PTR-Watches. Mehr Sachen gibt es dann vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Venin. Ach ja, denkt ans Abonnieren, ja. Abonnieren ist immer gut. Bis dann.